Yo, hallo Leute, willkommen zurück zu Dinecraft hier auf der City Build. Ich gehe jetzt erstmal ein bisschen was verkaufen im Shop. Ich habe ein bisschen gefarmt beim letzten Mal. Home. Habe ich mir noch extra hier hingesetzt. Oh, Blumen nimmt die ja auch, stimmt. Habe ich aber nicht. Und ein bisschen leckt es gerade, muss ich erstmal alles aufbauen hier. So, undesit. Nein, jetzt kommen die wieder mit SMS. Von? Ach, da stand's, ja. Irgendwas mit Popcorn. Ja, es leckt noch ein bisschen sehr hier. Juwelier. Guck mal, das gibt doch was hier. Ja, gut, war jetzt nicht so viel. Ach ja, und beim letzten Mal gab es ja eine Verlosung. 90 Tage VIP. Und die ist natürlich immer noch aktuell. Ihr könnt noch kommentieren bis zum, jetzt muss ich kurz überlegen, Freitag nächste Woche, oder ist das schon diese Woche? Nee, Freitag nächste Woche bis zu dem 1. April, weil die Verlosung ist dann am Ende nur ein April-Scherz, es gibt nichts. Nein, Spaß, die Verlosung, die gibt es wirklich. Das geht nicht zu verkaufen. Und mehr dazu, einfach mal den Part vor diesem Part gucken. Ich weiß jetzt nicht, welche Nummer er hat. Da ist alles erklärt zur Verlosung für 90 Tage VIP auf dem wunderschönen Dinecraft City Build Server. Und jetzt gucken wir halt mal, was gab's denn hier für eine SMS? Hä? Hast du ein Aufnahmeprogramm? Ich brauche noch. Ich meine, ich mache ja YouTube-Videos. Irgendwie muss ich sie aufnehmen und ich kann dir das aber leider nicht geben. Da musst du ja selber schon gucken, welches du haben möchtest. Ich kann dir mal sagen, welche ich kenne. Also Fraps kann man nicht empfehlen, zu große Dateien. Dann gibt es DXTory, ziemlich gut, wie ich finde. Auch von der Qualität, boah, was leckt das denn hier so? Von der Qualität auch sehr gut. Allerdings sind die Dateien auch ein bisschen größer noch. Dann gibt es Action, das ist warum leckt es so? Oh, guck mal da. Circle Hotel. Also Action, Marillis Action heißt das Programm. Kostet Geld. DXTory kostet Geld. Fraps kostet Geld. Die kostenlose Alternative, die ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist halt OBS. Open Broadcast Software. Das ist auch für Twitch-Kanäle gedacht und wer da jetzt erstmal kein Geld ausgeben möchte, da kommt damit eigentlich einfach am besten. Ich kann es zurzeit nicht nutzen, weil so wie ich das Video später weiterverarbeite, fehlt mir der Sound. Also ich habe dann zwei Soundspuren mit DXTory momentan. Das geht eigentlich auch mit Twitch, also dass er das vernünftig zusammenfügt, aber eine fehlt dann immer. Das liegt aber an dem Sagere Scriptmaker, den ich da nutze. Und ich muss mal gucken, ob das mit den nächsten Patches dann auch erledigt ist und ich das wieder so nutzen kann. Wobei man sagen muss, OBS ein bisschen was büßt das schon ein gegenüber DXTory. Aber das ist jetzt nicht die Welt. So. Ich denke, da machen wir einfach mal hier ein bisschen weiter an der Hütte. Und zwar vielleicht erstmal mit der gelben Wolle. Dann gehen wir jetzt einfach mal straight nach oben. Wir hatten doch hier unten, wie hoch waren denn die Fenster immer? Zwei hoch nur. Zwei hoch und ja, da war es das ja hier schon gewesen wieder. Na, komm, komm schon. Nee, so war blöd. Der muss weg. Zack. Vielleicht hilft mir das ja dann auch beim Bauen der Verzierung der Säulen draußen. Oh, schon wieder verbaut, ey. Wenn das erstmal bis oben hin zu ist.
So, vier hoch, die nächste Decke. Jetzt muss ich mir mal so ein bisschen Holz klauen hier. Ah, fang da. Nein. Egal. Nicht so schlimm. Und die nächste Etage wäre doch dann hier, ne? Tö-dö. Ich kann mich eigentlich an ihm orientieren. Der ist auf derselben Höhe wie ich. Und ich lasse das jetzt echt mal offen. Vielleicht kommt ja noch mal jemand mit einem guten Tipp dafür. Aber wahrscheinlich wisst ihr das auch nicht besser. Wahrscheinlich sagt er, ich hätte gleich so schräg gebaut. Also hier in der Grundstückskante lang. Aber ich hätte es keine Ahnung. Das wäre blöd gewesen für mich, finde ich. Zack. Na, bau doch ab. Und. Oh. Darf ja die Fenster nicht vergessen. Hier wäre nämlich das nächste. Das war ein Dreierfenster, genau. Ja, richtig. Und das war's schon wieder, ey. Warte mal, ich habe aber doch noch Wolle hier drin irgendwo. Habe ich doch beim letzten Mal reingetan, oder? Oder nicht? Nee, habe ich nicht. Ach, schade. Ja, dann gehen wir jetzt einfach nochmal ins Portalhaus. Hier ganz normale VIP-Farm. Nee, normale Farmwelt ist ja nicht VIP. Aber hier sind keine Blumen. Und keine Schafe. Ach ja, doch, hier sind Blumen. Und jetzt seht ihr das nochmal, dass ja dieses neue Plugin jetzt drauf ist, dass ich alles, was ich im Inventar habe, mit hier rüber switch auf die ausgelagerten Welten. Ich habe praktisch jetzt alles das, was ich gerade auch in der City Build habe. Und diesmal weiß ich, dass es der Lenik gewesen ist. Bedankt euch mal im Forum dafür. Am besten unter dem Post. Reicht ja, wenn er das positiv bewertet. Nicht, dass er den jetzt alle einzeln anschreibt. Deswegen gibt es da diese Bewertungsfunktion. Müsst ihr einfach mal aufs Portal gehen, da ist es unter den News. Oh, Schafe! Boah, das war aber gerade ein Lag. Also schwarz bringt mir ja eigentlich nichts, ne? Aber ich nehme den jetzt mit. Der will ja nicht alleine sein, dann mache ich ihn auch tot. Waren da noch welche hier? Nee, das war der Birkenstamm. Da ist noch Schafe. Ja, es war so klar. Also man merkt. Oh. Oh, jetzt wird es aber ein bisschen kritisch gerade hier. Nur noch zwei Sterne. Das heißt Sterne, also Energie. Boah, und dann leckt die auch noch so. Das ist doch scheiße. Leckt schon wieder. Alter. Zwei. Oh, haut ab. Also mit dem neuen Minecraft muss ich mich ja auch noch gewöhnen hier. 1.9, ne? Guck mal, das ist ein fetter Schlag. Aber ich sehe auch hier die Cooldown-Zeit nicht, ne? Von den Schlägen. Normalerweise sieht man das. Muss man irgendwann eh ein Gefühl haben. Weil für PvP ist es gut, ne? Wenn da Leute irgendwie so ein Dauerklicken installiert haben, so ein Bot oder sowas. Oder man kann es ja schon sagen, dass es ein Cheat ist. Wenn da irgendein Programm das Klicken abnimmt und man nur noch so rumläuft, das kann jeder. Für die ist das dann hier natürlich ein Nachteil, ne? Weil man muss immer ein bisschen warten, um den vollen Powerschlag auszuführen. Gerade bei Creepern ist das doof. Sind wir das letzte Mal beim Farm? Ganz schön viele Creeper explodiert.
Oh, das war knapp. Bam. Ja, neue Sounds sind auch drin, wie ihr seht. Den lasse ich jetzt da. Wobei, Tinte, kann ich die verkaufen? Habe ich jetzt nicht gesehen, weiß ich gar nicht. Boah, ich dachte schon, der macht ins Wasser. Ist schon eine Umstellung, aber ich frage mich, wieso ich hier kein Schild nehmen kann. Oh. Und dann ausgerechnet Skelett. Verpiss dich! Ich muss mich mal eben verstecken. Wo ist er denn? Oh, da ist das nächste. Guck mal, das, wie wenig Herz ich abnehme, wenn ich spamme hier. Beim Zuschlagen. Gibt aufs Maul! So, du Sick. Da! Oh. Da sind wir zu viel Monster! Ja, brenn. Brenn, du Sau. Der Creeper, der stört mich, den ich hier nicht sehe. Jetzt erst. Oh, das nächste Skelett. Und hier war doch irgendwo noch ein Skelett, was am Leben war, ne? Ja, komm. Boah, und schon wieder ein Creeper. Da hinten ist der nächste. Nur ein bisschen Wolle holen wollte ich eigentlich. Gibt's doch gar nicht. So, da laufe ich jetzt vorbei. Hier sind ja überall noch welche. Boah, was geht denn hier ab, ey? Wow. Da habe ich aber Lack gehabt. Krass. Ist ganz schön lebensmüde. Der hat so ein Schild in der Hand. Wieso habe ich kein Schild? Oh, nee. Ich will nur noch ein bisschen Wolle haben. Bisschen. Nur noch. Alter, wie viele Monster hier sind. Haben sie das erhöht irgendwie? Oh nein. Boah, knapp. Schon wieder habe ich Hunger, weil ich muss hier aber auch sprinten die ganze Zeit. Gib mir das. Wolle. Alter. Das war auch krass gerade, ey. Bin hier auf den Servern so selten jemand begegnet, ne? Ausgerechnet jetzt, wo Action ist, ist da hinten einer. Hier ist nur ein Schwein. Na, wo ist denn die letzte Schafherde? Eine hätte ich noch gern. Aua. Der Sprung über die Klippe auch gerade. Hatte ich einfach nur mega Lack. Nee, also auf Höhle habe ich keine Lust mehr jetzt. Ich glaube, hier ist eh ein bisschen. Oh, das Eisen, da kommt. Das können wir ja mitnehmen eben. Die zwei, das schadet ja nicht. Aber keine Schafe mehr zu sehen. Boah, es geht auch noch in so einen Dschungel hier. Das ist immer ganz blöd. Tschüss. Und jetzt ist es wirklich sehr entspannt, dass ich einfach nur Spawn eingeben muss und er hat die Sachen alle mit. Ich muss mich jetzt nicht in der Ecke stellen, mache ich zwar trotzdem. Und erstmal alles aus der Bank oder in die Bank transferieren, um es dann in der anderen Welt zurückzuholen. Spawn.
So, alles hier. Hä, was hat der denn da? Oder hat schon Drachenkopf? Wie kommt der denn an den Drachenkopf? Ach so, das ist ein Mod, alles klar. Dann kein Wunder. Ich habe aber das. Nee, guck mal, da oben habe ich ja einen Fehler gemacht. Ah, ja. Schön, Schön, dass ich das mal sehe von draußen. Hätte jetzt voll weitergebaut. Auf der falschen Höhe. Denn. Jetzt muss ich ja das mal eben abmessen, kurz. Eigentlich ist das also hier unten eine Reihe, dann kommt die Reihe, auf der ich stehe. Also 1, 2, 3. Das heißt, auf der Reihe, wo ich stehe, habe ich doch eh nichts. Also auf dieser Reihe, die kann ich eigentlich wegnehmen. Weil das von außen nicht zu sehen ist. Aber von innen ja nicht. Ja doch, von innen. Ja, von innen ist ja dann das Holz dran. Wie doof. So, dann machen wir das hier erstmal in die Richtung. Das war's schon wieder. Gib mir mehr Wolle. Das hilft mir jetzt eigentlich beim Bauen auch nur nicht viel weiter, ne? So wie ich das gerade mache. Ich muss einfach noch ein bisschen mehr Holz holen dann demnächst. Dass wir vielleicht die Etagen gleich reinziehen können und zum Glück muss ich das nur an einer Seite machen, die Verzierung. Yo! Irgendwo, wie viel Weiße habe ich denn? 15. Ist nicht so viel, das muss ich jetzt noch ein bisschen farmen. Mache ich vielleicht auch offscreen. Je nachdem, wie ich Bock hab, ne? Euch danke ich erstmal fürs Einschalten und guckt nur mal im letzten Part. Da habe ich eine kleine Verlosung für 90 Tage VIP hier für den Minecraft-Server. Ja, dann danke ich fürs Einschalten. Haut rein, bis dahin. Tschüss.